Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Lilly ist abgehauen, das Wohnmobil ist weg. Alle sitzen hier. Ohne Gefährt. Wir haben nur den Zug. Und ich hoffe, die Lage bessert sich langsam mal wieder, denn weiter runter kann es ja echt gar nicht mehr gehen. Seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Ja, Duck hat sie natürlich auch noch erschossen. Also Lilly ist das Ganze eindeutig zu Kopf gestiegen. Ich meine, sie kann die Gruppe doch nicht einfach so sitzen lassen. Das geht nicht. Das wird im Regelfall jetzt einfach mal sagen, wenn man den Zug hier jetzt nicht irgendwie noch sinnvoll verwenden kann, dass alle hier drauf gehen wird. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. So, soll das heißen, Ben hat dann langsam schon aufgegeben? Ich weiß es natürlich nicht. Ja, ich gehe erstmal hier hinten in den Wagen rein, in den Waggon. Schuhe. Wow. Eine Wasserflasche. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Gut, wenn jemand hier war, dann weiß er schon, dass wir auch da sind. Das Wohnmobil war schließlich laut genug. Clipboard. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. In dem Fall wäre Kenny auf jeden Fall dafür. Looks unopened. I'll take this to Katja for Duck. Ja. Da haben wir schon mal was für den Duck gefunden. Der am Dehydrieren war. Kann man hinten rum auch? Nein, da ist eine Kette, okay. Geh mal an der Seite vorbei. Gibt's noch eine Tür? Einige Türen? Okay, und da vorne geht's ins Führerhaus, nehme ich an. Na, die Maschinerie. Uff. Zugtechnik kenne ich mir auf jeden Fall aus. Switch. Auf jeden Fall der Motor. Aber es wird wohl so sein, dass entweder die Batterie leer ist oder irgendwas anderes fehlt. Ah, das sieht aus, als wäre hier Werkzeug, das wir brauchen könnten. Bolzenentferner, Schraubschlüssel, Universalschlüssel. Universal ist immer gut. Sonst gibt es hier nichts mehr. Just fine. Nice. They're rusted shut, but nice and heavy. Ich muss mich wahrscheinlich wieder entscheiden zwischen irgendwas. Gut, ich nehme auf jeden Fall mal den großen mit. Damit kann man einstellen, dann müsste man theoretisch für das meiste gewappnet sein. Wofür auch immer wir den brauchen werden, ich weiß es ja noch nicht. Lüftungen, nichts, keine Ahnung, was das war. Might be something inside.
Das ist aber keine Diesellok. Beziehungsweise. Hier zum Feuern? Nee. Das wär's noch. Gut, sonst war hier nichts. Ich gehe jetzt erstmal noch ins Führerhäuschen rein. Eventuell finden wir da noch ein bisschen was. Shit. Au, Mann. Schlechtes Gefühl. Walker, sitting in the chair. We got him. Könnte ich nochmal weg hier? Nee. Ich hoffe, das Ding reicht. Der ist doch schon tot. Ja. Dem fehlt auf jeden Fall schon mal der halbe Schädel. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. What about Doc? What about him? We can't act like nothing happened to him. We can't act like he's dead either. Okay, fair enough. Try to get this thing started. There's got to be some sort of manual or something. I don't know about that. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Okay, Man, Duck. Duck wäre lieber exactly im Zug gewesen. Der wäre lieber im Zug gewesen und hat sich damit umgesehen. Ja, das war sind wohl die Familie vom Zugführer. It's a bunch of papers. A bunch of maps about Georgia cities. Nothing about the train. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Ah, Moment, wir haben doch den Stift, den Bleistift, da können wir es doch schraffieren. Perfect. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Was, Motorstart? 6, runter, Balken oben. 5, Schalter nach rechts oder links, ist das rechts? Nee, das ist rechts und nach oben. Gut, weiß ich noch nicht genau, was das bedeutet, aber sieht hilfreich aus. Ein verfaultes Mittagessen. Lecker. Das will ich nicht, das bringt uns auch nichts. Steuerpult. Ah, okay, alles klar. Hier sind die zwei. Ah, okay, wir brauchen die Nummer 6. Das war... Oben, ne? Ne, Moment. Das war... Natürlich genau andersrum, ne? Och, weg da. Natürlich genau andersrum. Runter. Der hier war oben. Der unten. Unten, ne? Ne, oben. Oben. Eieiei. Ich und das Gescrolle, ne? Das klappt ja nie. Son of a bitch!
Whatever you did, lit the dash up. So far, so good. Okay, dann hieß es, der muss nach rechts und der muss so bleiben, wie er ist. Now we're talking. Sehr gut. Und dann brauchen wir, lass mich mal kurz gucken. 9, der muss nach links und der muss nach rechts, okay. Müsste hier oben sein. War der nicht hier oben? Ah, hier unten, oder? Hä? Oder war das da hinten, der Schalter? Das mit denen zu tun? Ah, links und rechts. Genau. Holy shit, we're golden. Yeah, we are golden. Man, feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. So, noch mal kurz runtergehen. Ich hätte mir der Katja natürlich auch die Wasserflasche zuerst bringen können, das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? That's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Have you heard or seen anything out here? No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. Hey, sweet pea. You okay out here? I don't think Duck feels good. Ja, sie macht sich Sorgen über Duck. Beziehungsweise um Duck. Wir sollten eigentlich den Zug noch durchsuchen. Nach mysteriöser Person, die sich hier wahrscheinlich noch verbergen soll. Ah, das ist der andere Seite, okay. Da wollte ich hin. Ah, Waggons abhängen, genau. Shit. Broken. Derailed. There's gotta be a better way to do this. Na, das Multi-Ding müsste das auch schaffen. Definitely pry this thing free. If I can break it loose first. Ist vorher locker. Gut, ich würde jetzt einfach mal rein von meiner Logik her sagen, wenn man den Zug mal kurz in Gang setzt, einen Ruck gibt und dann das Ganze nochmal probiert, dann könnte das doch funktionieren. Wissen tue ich es natürlich nicht. Aber ich denke mir das jetzt mal einfach so. Und vielleicht wäre ein anderes Werkzeug dafür auch nicht ganz verkehrt. Bolzenentferner. Oder man probiert es einfach mal mit einem Bolzenentferner. Das könnte natürlich auch helfen. Das testen wir jetzt erstmal noch mit dem. Wenn es mit dir auch nicht geht, dann werde ich den vorherigen Plan dann nochmal probieren. Ob man sowas in die Richtung machen darf. Oder nicht.
So, auf ein neues. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Na gut, es geht in dem Fall nicht. Ah, nein. Also nochmal vor. Gucken, ob wir den Zug in Gang setzen dürfen. Ob Kenny da nichts dagegen hat. It's all yours. That's the throttle. Ah. Damn it. Guck an. Of course. We're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Ja, weiß ich ja, dass wir noch die anderen Waggons dran haben. Na gut, natürlich versucht wahrscheinlich jeder gleich loszufahren. Ich bin da ein bisschen anders. Ich gucke mir da meist immer erst die Sachen immer an, die es da so gibt, was man noch alles so anklicken kann. Darum habe ich ja auch bei Duck nicht einschlagen können, weil ich mal wieder zu lange mich mit allem Zeug beschäftigt habe. Hey Kenny, we're loose. Okay. Waggon abgekoppelt. Und los geht's, würde ich sagen. Oder nicht? You touch any of my stuff? Oh. Da ist er ja. I took the map of the train routes. That's fine, you can have that. Really? Yeah, I got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab? Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Der ist eigentlich recht gechillt, der Typ. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. What's your game, man? Keeping alive. That's not bad. I like it. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Gitarre spielen kann auch noch. Coole Sache. How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Ja, okay, Ben. How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Er ist angepisst, weil er hier aufpassen sollte. Ja, ja, ist okay. Tut mir leid. That candy Chuck gave you. It taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Ja, nicht, dass die vergiftet waren oder so. Train's cool, huh?
gut nachgefragt. Yes. Scary kind of. Ja, es ist kein Geisterzug, Clementine. Sorry about the RV. I'm worried. We're really on our own out here now. Well, we're putting some time into this train. Worst comes to worst. Boxcar safe enough to sleep in. I better get back to it. Ja. Die Bleibe ist jetzt nicht so das Problem. Eher das Essen, denke ich, und das Trinken. Hey, Chuck. Howdy. Where are you from? You live around here? Georgia boy, you saw where I live. Why are you alone? Why not? Seem to be doing all right. Fine, then. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids, and this one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. Okay, ein bisschen komisch ist ja, das muss ich zugeben. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. So, die Reise geht weiter, wie es aussieht. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Doc's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. We can keep going if you want. Damn right I won't. That's what we're doing. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Na gut. In diesem Falle würde ich sagen, die Reise beginnt in der nächsten Folge. Wir machen für diese Folge Feierabend und viel Spaß bei der nächsten Folge dann. Ich wünsche euch was. Ciao.